Aber was Sie mir im Vorgespräch erzählt haben, das fand ich ganz interessant. Sie gehen auch nicht davon aus, dass es AIDS gibt und dass es ein HIV-Virus gibt. Das ist jetzt Ihre Ja, neueste Erkenntnis. es gibt kein AIDS. Ich wurde ja, der Haftbefehl in Österreich wurde nicht etwa wegen der Olivia ausgeschrieben, sondern unmittelbar danach, nachdem ich in einer Live-Radiosendung auf die Frage, was denn AIDS wäre, gesagt habe, AIDS gibt es nicht, das ist eine Schwindelkrankheit, es gibt nur diesen Also AIDS ist eine HIV-Antigen-Antikörperreaktion. eingebildete Sache. Nein, HIV ist eine Antigen-Antikörperreaktion gegen männliches Smegma, was unter der Vorhaut sitzt. Ja. Und das mit allen den Dingen, die dazu gehören. Und deshalb diese komische Also nochmal Geheimnistuerei. kurz, AIDS gibt es nicht. AIDS gibt es nicht in dem Sinne, sondern HIV ist eine Antigen-Antikörperreaktion Herr Hammer, auf ich danke Ihnen männliches ganz herzlich. Smegma. Wir haben genug gehört. Danke.